Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Isle, bei mir auf dem Kanal, mit dem guten lieben Erik. Wir haben ja uns in der letzten Folge uns erfolgreich finden können. Hat ein bisschen gedauert, weil hier wirklich viel Action ist. Allerdings war unser größter Endgegner nicht die Dinos, sondern eher uns in eine Gruppe zu connecten. Erik hat jetzt mal das Spiel neu gestartet, kommt jetzt gleich zu mir und wir gucken, ob wir uns dann wieder verbinden können. Ich hoffe. Erik, ich hoffe, du bist guter Dinge. Ich habe nur ein Dilo gehört. Er ist also guter Dinge. Ja, und schon Wildschwein. Ich habe eben auch einen Zera gehört und das macht mich ja... Ziege rennt an mir vorbei. Ach, die habe ich eben auch gesehen. Ich glaube, das Wildschwein, glaube ich, gleich zu dir, weil das ist auch deine Umgebung, wo es Ziege ist. Also ich bin hier wieder im Wasser, ne? Wieder im Wasser. Wenn du willst, kann ich ja mal... brüllen. Ach, was ist das denn hier? Ich trinke gerade. Ach, hier ist ein... Ist das ein Krokodil? Oh, ich habe noch nie ein totes Krokodil gesehen. Ich bin mal lieber... Ah ja, trinken sollte ich vielleicht auch mal. Moin. Ach, warst du das? Ja, ich bin gleich schon. Ich habe mich voll erschrocken. Das ist gar nicht so geil. Wie du durch das Bildschirm gelaufen bist, moin. Ernsthaft, jetzt liegen hier Diäten rum und ich habe mich gerade eben vollgefressen am. Vollgefressen in dem einen im Büsch, ernsthaft. Ist das geil gewesen, moin. Ich würde mal weggehen vom Wasser. Was füllt mir der auf? Gar nichts. Gar nichts, ne? Okay. Moin Wildschwein, was geht ab? Guck mal nach links. Den mach ich der ja will eigentlich. Mich. Der will dich. Der hat noch keinen Bock zu laufen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn den? Ist das ein... Hat der zu viel gefressen? Der kann mich doch gar nicht wirklich holen, oder? Ich glaube, ich habe ihn aggressiv gemacht. Ja, so halb. Ich hab mir Wildschwein gekillt, geil. Ja. Nur ein bisschen die Diät aufhören. Naja, der macht ja die 3 Punkte, ja. Oh, was ist das? Stimmt. Perfekt, Mentex ist am Start. Mentex Germany. Jetzt geht das, sie habe ich schon gesagt, Spiel neu starten, dann geht das. Ah, leider verbuggt. Oh, So, machen wir jetzt. Wachsen also, und die Gegend erkunden, oder? Ja, richtig. Ob nicht mal das Tag wird. Ich bräuchte 2 Striche. Langsam. Ich habe noch ein Viertel. Das geht ja. Das sind die kleinen Vögel wieder. Ah, okay. Wegen den Leichen, wegen den Kadavern, denen wir aggressiv sind. Da habe ich wieder einen Zera. Ja, der läuft gerade hinter uns lang. Was ist das denn? Das Wildschwein. Ja. Ich greife den Zera an. Ui. Warum da runter geschrumpft im Wildschwein? Der Zera ist tot. Mach ihn platt. Geil. Ja. Richtige Killermaschine bist du schon. Perfekt. Guck mal, da kannst du dir hier direkt warten. Ich mach den Serum mal auf und dann hol ich dir mal 2 Striche raus. Perfekt, ich verteidige dich. Ja, du sollst nicht so stehen, dass ich in deinen Schwanz schlage. Ja, okay, das wäre schlecht, ne? Perfekt, hier ist ja schon 2 Striche. Guck dir das schöne Ding mal an. Perfekt, eine schöne, lange, beefy. So mag ich das doch. Danke dir. Jo. Das kannst du nicht essen. Ah, ich würde schon sagen. Ja, hat auch schön was. Hä? Oh, ein Baby.
Sollen wir mitnehmen? Ja. Ah, das Wetter ist schon geil bei Saal trotzdem, ne? Außer mit den Soundaussetzern manchmal. Na, ich glaube, das ist irgendwie doch wieder verbackt mit der Gruppe. Naja, wir beide sind wenigstens in der Gruppe, das reicht. Ja. Aber die sieht ja schon richtig fliegend groß aus. Du bist groß und aber doppelt so groß. Ja, ist schon krass, ne? Boah, das sah geil aus mit dem Blitz. Das ist brutal, was sie gemacht haben. Oh ja. Geile Bilder. Ja, ich würde mal sagen, wir haben schon den ersten Spieler getötet. Ja, okay, war jetzt ohne Probleme, aber... Der war wirklich... Der stand einfach nur starr rum. Ich glaube, der hat sich ein bisschen zu sehr erschrocken vor mir. Ah, okay, ja. Der schon wieder. Jetzt richtige Abstufung. Komplett Baby, du Jugendlich, ich heranwachsend. Bin noch nicht mal jugendlich. Ja, es stimmt, ich bin glaube ich jugendlich. Ich bin bei 33,5. Ich frag dich, ob du 100% hast. 100. Wegen Auswachsen und so. Ja, ja. Was habe ich gerade gesagt? 35, ne? Ja. Germany. Jetzt auch Germany? Polen. Okay. Da kann ich nicht mit dienen. Ja. Okay. Okay, was machen wir? Also S und zwei Striche kann ich immer gebrauchen. Ja. Boah, was war das denn? Der macht hier einen auf ganz groß. Ich überlege gerade, wo man eventuell hingehen könnte. Das Wetter ist ja jetzt super zum Moven, also optimaler kann es jetzt eigentlich gar nicht sein. Ja, hier ist sehr viel. Oder sollen wir Richtung Westen gehen? Nordwestlich so rum? Ja, weißt du was? Du machst den Gruppenlied, du folgst. Du folgst. Genau, du bist ja, Gruppenlied, du folgst. Ich folge dir. Was ist denn, Was ist denn Charara? Weiß ich nicht. Charara. Also unsere Gruppe ist jetzt aber schon voll, ne? By the way. Weil Kanos können maximal nur 3 Stück in einer Gruppe sein. Ah, da habe ich mir noch nie Gedanken mitgemacht sogar. Aber gut zu wissen. Was sieht so geil aus? Oh, Klippe! Ich habe gerade so die Bremse gekriegt. Gerade so. Ja, an sowas Blöden bin ich, wollte ich runterrutschen. Keine Chance. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ja, da wäre ich safe tot. Ja, ich wäre auch immer tot gewesen. Mit dem Raptor, wenn du Glück hast und der volles Leben hat, überlebst du mit einem Beinbruch. Raptor kann ja schon echt hoch springen. Ja, ja. Er folgt uns auf jeden Fall. Na gut, wenn wir jetzt eine Familie, ne? Das sieht so geil aus. Mhm.
Und hier geht's wieder ein kleines Stückchen runter. Aber mit Gehen geht das. Boah, ist das geil. Ja, ja, die Atmo ist wirklich. Aber meine FPS immer direkt so, niau, und erstmal 20. Jedes Mal, wenn's blitzt. Da geht bei mir bis. Ich versuche das mal zu beobachten. Ich glaube, bis 80 runter. Ja, 80, so ja, etwas gut, über 80. Bisschen mehr FPS als ich. Also, ich habe so jetzt schon 80, 90, 100. Jetzt blitzt so 20, 30. Okay, also ich bin eigentlich konstant, wenn ich nicht mich wirklich bewege, bei 165. Okay. Ach, guck mal, so. Was haben wir hier? Also, hier kann man sich tatsächlich sehr gut von KI ernähren. Also, hier Rehe, Wildschweine. Heißt aber auch sehr still, ne? Also, man hört nichts. Ja, hier ist es relativ still tatsächlich mittlerweile. War ja mal ein Hotspot. Weil jetzt hier Haupternährungssachen sind halt wirklich jetzt Ziegen, Wildschweine und Rehe. Ja, lass mal gucken, ob wir was finden und töten. Also, Rehe findest du eher selten, weil sie noch mit einer seltensten KI hier. Findest du selbst die Tenonto-KI öfter, also. Ja. Und für die S-Diät, wenn man die am Laufen halten will, dann so ab und zu doch mal ein bisschen mehr Richtung Kampfgebiet wieder laufen. Ja. Aber ich meine, sonst kann man hier relativ gut wachsen. Wie spät haben wir es denn hier? 8.58 Uhr, müsste ja langsam mal wieder Tag werden, ne? Wenn es sich rechnen würde. Oh. Bin ich am Baum lang gerutscht. Wald finde ich ja immer geil, ne? Ich fand die eine Stelle richtig geil, wo auf einmal die Musik angefangen hatte. Und du meinst so, ja, Horror. Ja, ja. Hab ich nicht gefühlt. Ah, hoch, also wäre schon fast bei einem Fluss. Ich brauch gleich noch was trinken. Hier unten ist der Fluss. Gehen wir aber mal weiter. Weil meine ich, kommt hier. Ja, genau, hier kann man beispielsweise trinken. Das ist ein sehr guter Spot auf jeden Fall. Hier sind eigentlich kaum Sarkos drin. Aber wie soll halt Dinos? Das sieht aber auch geil. Oh. Und das ist dein Popcorn. Getrunken, jetzt war ich gerade konzentriert. Sollen wir den da drin sitzen lassen? Oder? Wow, hier kann man ja durchgehen, mal überqueren. Ist ja richtig geil. Also, das sehe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich hier. Also, ich bin was jetzt zum ersten Mal. Also, ich bin hier jetzt tatsächlich das erste Mal durchgelaufen. Jetzt wollte ich die Map anmachen. Jetzt drückst du M, warum ja, geht das ja, nicht? Ja, das ist so drinne bei mir, dieses M, ne? Mhm. Ach, ich bin schon bei 20%, du musst ja jetzt schon bei 40, 45 sein. Ja, ne? Ich guck mal, ich bin bei 37,7. Okay, das ernährt sich auf jeden Fall munter. Es läuft. Das ist schon eine geile Stelle hier, ne? Mit dem Wasser. Ja, ja, safe. Es wird auch leicht langsamer hell. Ja, wenn das Gewitter aufhört, ne? Ach, wo bist du jetzt lang gelaufen? Ach, da. Ja, aber ist ja schon richtig, wenn wir mit dem Wasser hier oben langlaufen. Oh. Ist üblich hier anscheinend. Oh, hier ist ein Zaun. Da muss ja irgendwo ein Durchgang sein. Ah.
Genau, da haben wir den Durchgang. Gut, dass wir nicht springen können. Ach stimmt. Oh, kommen wir hier trotzdem hoch? Das ist schon geil. Weil du bestimmt, weil du bist größer als ich, aber ja. Du musst hier ganz am Rand, musst du langlaufen. Nicht irgendwie hoch. Also bei mir hat es irgendwann geklappt. Ja. Ah, okay, da ist auch das Tor, ne? Da links, daneben ist das Tor. Das ja. Habe ich gerade so gesehen. Weil der eine ist ja. Der Kleine ist da durchgelaufen. Holo, wir sprechen niemals darüber, ja? Danke dir. Das war wirklich. Ja. Man kann auch die Türen nehmen. Immer noch sehr, sehr dunkel. Muss halt aufpassen, das ist schon, sag ich mal, über 50% ausgewachsener Raptor bei uns irgendwo. Wie du in der Ferne hörst. Mhm. Also S und zwei Striche habe ich zur Hälfte. Und drei Punkte? Drei Viertel. Ja, und du hast jetzt gerade die perfekte Diät, ne? 100% Grow-Rater, ne? Ja. Kann ich noch mal gucken? Ja, habe ich. Ach, da rechts ist Kano, guck mal. Und der ist auch größer. Ja. Ein paar Wildschweine getötet. Ah, die füllen ja drei Punkte auf. Ja, genau. Dann werde ich das mal tun. Ich glaube, der hat ein bisschen Respekt gehabt vor uns, dass er jetzt wieder weggegangen ist. Der Weg, da siehst du ihn da hinten langlaufen. Ja, ja. You didn't stop me. Jetzt will ich nicht alles wegessen. Was ist mit dem Kollegen hier? Will er nichts essen? Ja, ach, der holt sich seine Ausdauer, weil er die, weil er. Links. Ja. Komm gerade nicht drauf. Ah, weil er seine Ausdauer leer gelaufen hat mit der Attacke, die du machen kannst beim Kano. Mit der Stoßattacke. Ja. Okay. Die der hat. Sind eine richtige Family. Aber ich hätte eigentlich eher lieber den anderen in der Gruppe als den. Also wie der gerade läuft, schmeißt er sich gleich in den Fluss. Ja, der macht der gleich andere Kano ist auf jeden, also der andere Kano ist hier gerade auf jeden Fall über die Brücke gegangen, hab ich gesehen gehabt. Ja, der macht gleich ein Delta hier, ey. Da hätten wir jetzt eben nicht gecrossed, ne? Also wenn wir jetzt eben nicht durch den Baumstamm gelaufen, dann wären wir auch hier an der Brücke vorbeigekommen, auf der anderen Seite. Ah, okay. Wohin sollen wir laufen? Nur hier auf der Seite bleiben. Hier kommen relativ viele Wildschweine auch, das ist Vorteil. Mit unserer Größe können wir hier relativ viel ausrichten schon. Also gegen KIs. Ja. Aber ich habe jetzt schon eine Bite Force von 53. Das ist gut. Dafür, dass ich gerade mal. Achso, man kann das auch sehen mit der Beißkraft. Ah, 96 habe ich. Ja, kannst du im Raptor auf jeden Fall schon gut Aua machen mit. Ah, wie hoch geht die Beißkraft? Ich glaube, deine müsste auf 180 oder 200 hochgehen. Ah. Interessant. Habe ich auch schon gehört. Mhm. Aber die bringt nichts für die Diät, aber egal. Hier ist sie. One Shot. Bei der kriegt man nichts raus, ne? Nee, leider nicht. Ich will es einmal tun. Ich lasse sie fallen.
ist schneller. Ah, ich habe eine Ziege gehört irgendwo. Naja. Was so One-Shot, ey. Ja, mittlerweile, also ich glaube ab 40-50% vom Kanon müsste ein Wildschwein auch Two-Shots oder so sein. Was gibt's denn hier so tolles noch auf der Wiese zu finden? Aber wenigstens kann man hier gut in die Entfernung auch gucken. Ja, ja, Gott sei Dank. Es wird auch langsam heller. Ja, man sieht schon, wie die Helligkeit da oben durch die Wolken bricht. Ich habe auch nie Glück, was das mit den Aufnahmen angeht, ne? So oft im Dunkeln. Siehst ja, du bist dabei. Was haben wir? Dunkel. Perfekt. Ernähre dich, Bruder. Abonniere den Kanal, auch wenn du Polnisch sprichst. Polski. Ich kann nur Kurwa. Es ist aber auch Russisch. Das wird ja im Polnisch und im Russisch verwendet. Ah, auch im Russischen? Ja. Ah, okay. Oh, wie sweet. Was ist denn da für ein Grummel? Im Dino. Liegt der gerade? Ich glaube, der lockt sich aus. Oh. Ja, dann sind wir mal korrekt und beschützen ihn. Hm. Sagen wir mal seine Freunde. Sind wir mal korrekt. Oh ja, obwohl, wir haben ihn ja schon an unserem Essen essen lassen, ne? So. Ist ja auch nett von uns. Ja, das stimmt. Wir sind gute Eltern. Nee. Trinkt ja Diäten. Ah, irgendwie wird langsam hell. Aber bald endlich Night Vision ausmachen. Ja, ja. Mach doch nur die schöne Farbe von dem Spiel kaputt. Das stimmt. Und da ist er weg. Ja. Jetzt gerade noch in der Gruppe oder fliegt er raus? Och nee, jetzt kommen diese. Ach, Kompis sind das. Aber die bringen uns nichts. So, was gibt's denn hier Tolles? Hier läuft noch irgendwo ein Wildschwein rum. Irgendwo rechts von uns. Naja, ja. Ich brauche eigentlich noch was trinken, oder? Wo willst du das Wildschwein töten? Ich brauch nicht. Läuft schon so weg. Läuft aber schon so weg. Ja, ich hab schon direkt Angst vor mir. Also ekelhaftes Wetter, ne? Wetter. So ekelhaftes Wasser, ne? Oh, man, also sieht so langsam braun, man sieht langsam mein Rot. Ich mache immer gerne Farben. Oha. Nur bei mir sieht man meine Orange aber auch langsam, ne? Hast du Orange genommen? Also du bist auch so ein Spieler, scheiß auf Tarnung. Orange-schwarz bin ich. Perfekt. Ich soll ja gut aussehen, wenn ich ausgewachsen bin. Mir geht's nicht so um Tarnung. Ja, mir auch nicht. Ich will einfach nur hübsch sein. Ja gut, mein Cerato ist ja zum Beispiel weiß-schwarz, ne? Also der hat auch keine Tarnung. Ich guck mal, auf wie viel Prozent ich bin. Boah, 43. Das fühlt sich so gut. Hm. Ja. Sant'Enanto. Sollen wir mal einen Berg besteigen gehen? Willst du unseren Tod? Genau, geh ruhig mal vor. Ich folg dir einfach. Oh, irgendwo ist ein Frosch. Hm, hab ich auch in der Folge gefangen. Gegessen, keine Ahnung, was mir gebracht hat. Hm. Was ist eigentlich hier vorne? Das sah so interessant aus. So. Ist das ein. Ist das ein Matschbad? Nee. Okay. Guck mal, wie das geil das jetzt hier aussieht, ja. Ja, ja. Ist schon. Der Nebel da oben.
Ach, jetzt kommt wieder eine ganz schöne Musik. Disney, alles so unschuldig. Alter, die Luna. sieht geil aus, ne? Der fette See. Genau, das meintest du ja wahrscheinlich, das ist der fette, ne? Der große ja. See und der und kleine? Da, wo, der kleine da, wo wir eben waren, noch ganz am Anfang. Ja, das war tatsächlich auch früher mal ein Spawnpunkt. Hier. Okay. Dann bist du entweder hier vorne direkt unten im Wald gespawnt oder halt irgendwo da oben auf der Wiese, an dem Wasser. Aber ich meine, das war... Aber das war auch bei mir schon gewesen, oder? Aber ich meine, ich könnte mich auch daran erinnern, habe ich gewundert, warum der Spawnpunkt weg ist. Du konntest dich damals auch schon das bauen, wo du angefangen hattest. Ja, weil ich wollte gerade sagen, weil ich habe gedacht, irgendwas ist doch anders. Aber da wusste ich das noch nicht so gut. Nee, den haben die jetzt vor einem Monat oder anderthalb Monaten weggemacht. Ja, Spawnpunkt. Okay. Weil es noch relativ viele Leute, ne? Ja, du spawnst da und da geht direkt die Party ab. Also das ist ja eigentlich auch nicht so der Plan, ne? Naja. Ja gut, jetzt ist dasselbe bei East Plains, also den Spawnpunkt werden sie wahrscheinlich auch irgendwann entfernen oder halt Safe Zone, weiß ich nicht. Na? Es gibt eine Stelle, die ist mega geil, aber dafür müssen wir erstmal eine ganze Weltwanderung machen, weil die ist mitten auf der Karte. Und wir sind halt im Norden. Ich weiß gar nicht, wo ich schon überall war. Ich hier willst du nicht runtergehen. Hier willst du nicht runtergehen. Ein bisschen geslidet. Ja, wer ist doch hier ein bisschen. Okay, jetzt sind wir auf dem Berg. Warte jetzt. Wir wollten einmal die Aussicht zeigen. Ja, alles noch für Konten. Ich muss man ja auch mal gesehen haben, ne? Ja. Aber Berg runter sprinten ist eigentlich immer so ein bisschen gefährlich. Mhm. Habe ich leider auch schon zu spüren bekommen. Okay, ich dachte kurz, dass er ihr Bein gebrochen, weil es einmal kurz Knack gemacht hat. Ich habe ihn anscheinend wohl über so einen Ast gelaufen oder so. Ich liebe dieses Leiden. Das ist wirklich gut gemacht. Oh, mein Schwanz wird ganz rot. Sehr schönen Schwanz hast du. Danke. Das höre ich gern. Schon. Ja, man fühlt sich langsam mächtig hier mit seinen 45%. Ah, warte, Weißkraft 103. Willst du mal brüllen? Ja, ich kann mal. Ja, ich brüll mal. Hört sich doch schon gut an, oder? Hört sich schon mal ein bisschen mächtiger an. Brüll du ruhig auch mal. Ja, was abgeschwächter. Ah, die Power kommt langsam. Ja, ich habe auch schon eine 65er Beißkraft, ne? Ja, Speed bin ich bei 51. Ich habe nie darauf geachtet, sogar hier mit Speed und so. 51 km/h. Wärst du jetzt knapp einen halben km schneller als ein ausgewachsener Dillo? Okay. Ein ausgewachsener Dillo läuft nämlich 50,5. Ah. Ausgewachsener Raptor um die 46,5. Irgendwie alles mit 0,5. Und ich wieg locker eine Tonne. Ah, ich bin noch bei 658 Kilos. Geil, habe ich nicht drauf geachtet. Das ist cool. Ja, danke, dass du erwähnt hast wegen Beißkraft, weil ich habe darauf nie so mein Auge gehabt. Ja. Ich meine, du machst auch Schaden mit dem Charge-Angriff. Also, wenn du sprintest und dann in Rechtsklick hältst mit dem Charge. Und wenn du dann, also. Aber du musst aufpassen wegen deiner Ausdauer, ne? Weil die geht dadurch deutlich runter. Okay, verstehe. Also, das. Nur nutzen im schlimmsten Fall. Okay, ich muss was testen. Alles klar. So, aber Erik, es ist wieder soweit. Ach, sieht wieder so geil aus, sorry, aber ich finde die Location gerade so richtig fett, ne? Das aussieht mega. Nee, dann würde ich mich für die Folge verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben unser Baby verloren, aber er ist freiwillig gegangen. Wir waren ja so schlechte Eltern. Nee, ne? Ja, anscheinend. Sonst wäre er nicht gegangen. Hat nicht mal schön gesagt. Ich bin ein bisschen verletzt. Ja. Naja, egal. Mein Herz. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.